Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Ich weiß ja nicht. Ich meine, mittlerweile sieht das hier zwar alles ganz nett aus, aber ich würde mir wünschen, dass die Leute irgendwie gestylter wären. Hat da die News nicht was? Hallihallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist völlig normaler Kyle Uluglak und ich habe neue Nachrichten vom Muschelstrand Nordost. Wir schalten live dazu. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Colin und ich habe jetzt natürlich, Haarfrisuren erfunden, ganz klar. Wir brauchen Haarfrisuren. Die Menschen haben immer nur Fleisch getragen. Das ging irgendwann nicht mehr klar. Und jetzt natürlich brauchen wir Haarfrisuren auch für den Unterleib. Ich habe eine ganz frische Popomade erfunden. Die gute von der Nordküste. Die nordküstische Popomade enthält 80% schnabelweich, 20% schnabelhart und macht jedem Mann eine richtig schöne Falte hinten im Gluteus. Das ist schön, das sieht gut aus und das schmeckt auch besser. Na gut, wunderbar. Den Pofaltengeschmack des Nordens werden wir demnächst weiter überprüfen. Ich bin der völlig normale Kyle Uluglak und auf Wiedersehen. Wow. Das war sehr dumm, was ich da eben gerade gehört habe. Lass lieber mal oben schlafen, oder? Ich glaube, es wäre eine gute Idee, jetzt lass zu nächtigen. Lass mal einen auf Schlafbasis hier. Ach, schön, mal auf Schlafbasis, auf Schlummerbasis. Machen wir mal diesen jetzt, ey. Mach mal diesen. Oh, guck mal, da ist richtig... Anlage läuft. Wir fahren hier die Systeme hoch, du. Ich habe heute zu viel Schiffssimulator gespielt, du. hier, guck mal her, wir haben noch einen Stock gefunden, du. Fünf Stöcke fehlen. Stöcke, ja, wir müssen Stöcke farmen, damit wir hier mal die Superfalle hinbekommen. Ich wette, dann kommt eh niemand hierher, ne? Ist immer so. Ist immer so. Gerade, wo wir nicht in der Aufnahme waren, sofort. Wurden wir überrannt von allem. Aber wirklich. Da war wirklich alles. Ich habe hier Giftwasser, schütt das doch mal aus. Kann ich das auskippen? So. Was ist das denn eigentlich hier? Warum ist hier noch so eine brennende Lunte, du? Ja, da ist irgendwie so eine Stolperfalle. Ja, wer hat denn die da hingestellt? Ja, ich. Ach so. Boah. Wollen wir nur einen Gegner? Da hinten stehen ein paar Mutanten rum. Glaubst du, die haben Bock auf Spaß? Ich weiß nicht. Ich muss aufhören damit. Ich komme jetzt nicht mehr zurück. Nee, warum? Was haben wir... dieses Schiffsspiel. Ach, ich habe gar keine Stöcke zum Feuer machen, aber ich habe noch Fell. Alter, das ist ja auch so. Ja, Spaghetti-Spagata. Little Gino, Alter. Ach, wieso fress ich denn Pillen wieder? Aber der kommt irgendwie nicht. Hat irgendwie nicht so Bock auf mich. Jetzt will er mich snacken. Guck, jetzt klatscht er auch so. Ich hab Spaß, ich geb Gas, hat er gesagt. Aber der geht nicht in die Falle rein, ne? Boah, ja. Mal, locken. Ah, rüber, hier, schön hin, was auch immer das ist. Ach, das braucht Strom, oder? Kann es sein, dass das Ding Strom braucht? Da ist eine Batterie dran. Ja, deswegen. Okay, halt ihr mal hin. Ey, der schlägt auf Lady Freibein ein. Ja, halt hin. Die hat doch einen Tarnanzug. Nö, braucht keinen Strom. Aber greift trotzdem nicht. Boah, Alter, ich hab ihm direkt in seine Wanunu-Spalte geblickt. Der brennt. Jetzt! Alter! Ja, Alter. Boah, wie heftig. Mehr dann bitte. Ich mir doch mal einen Fetzen raus, du. Da hab ich aber auch einen Fetzen. Oh, ich wurde von hinten angefetzt. Er wird reingezogen, oder? Die Gesichter, ne? Vorsicht. Also ich bin down. Ich kam gar nicht mehr so schnell weg. Oh oh. Gehst du mal jetzt hier? Geh mal weg da, Hol ich mal wieder zurück ins Leben. Ja, versuche ich ja gerade, aber. Was mit dem? Hat er die Falle einfach ausgemacht? Wieder. Ich knips an meinem Feuerzeug und. Ja, du musst sie resetten. Jede Falle muss resettet werden. Jetzt kann er da rein. Er ist aber irgendwie nicht drin. Jetzt! Ey, wir brauchen mehr davon. Und der nächste. Boah, ich bin auch mal reingesprungen, anscheinend. Er hat mich so geschubst. Oh, krass, das Ding ist krass, ne? Ich hab dem die Fackel in den Mund gesteckt. Oh, da hinten steht noch einer, aber der brennt so vor sich hin. Aber mal, kommt einer. Komm rein mit dir. Ja, der brennt vor sich hin, weil der in der Falle steckt hier.
Jetzt haut er auf unser Haus ein. Ey! Der Dreibein brennt jetzt gerade auch. Guck mal, er steht doch voll drin. Der Chef. Ja, aber die ist nicht richtig. Der muss ja von der Seite hier. Der muss ja das Ding da auslösen. Oh, er wird reingezogen. Ah, ist aber tot. Er wird gemortal Kombat. Alter, der wird ja richtig gefleischdudelt. Guck mal, die hat richtig Spaß da hinten, die Alte, ne? Die hängt da so und denkt so, ja. Ich mach mich mal frei. Die sieht knackig aus, du. Oh, schön krusty cross so, ne? Lass mal noch eins bauen. Stell dir mal vor, wir haben so eine ganze Wand von den Dingern. Machst ja gar nichts mehr. Aber uns fehlen noch Rezepte. Ja, brauchen wir übelst viele Scooter. Du brauchst ja pro Dings einen Scooter. Es war jetzt schon Arbeit, da den Scooter zu besorgen. Ja, mehr Scooter für das Land, ne? Also, ich finde das ein bisschen übertrieben. Viel Scooter, die man dafür braucht. Ein. Wie viele gibt's denn? 2 oder 6? Oder im ganzen Spiel gibt's doch nur 5 Stück. Quatsch, nee, die spawnen wieder, die spawnen wieder. Wir brauchen Stöcke auf jeden Fall. Wenn wir hier abhäckseln wollen, brauchen wir super viele Stöckchen. Ja, ich brauche auch gleich mal Stöcke fürs Feuer, weil ich mir eine Suppe oder wenigstens Wasser kochen will. Ist nicht in unserem Haus Feuer an? Achso, ist da immer Feuer oder was? Ich habe vorhin eins angemacht, deswegen. Oh, da hinten ist noch so ein stocksteifer Kamerad. Der gerade seine Meditationsübung macht. Ich sag nur Obacht. Hier gibt's Stöckchen. Ich habe hier einen schönen Tarnschlafanzug gemacht. Weil der kontrolliert da irgendwie, was die macht. Du. Alte Freunde. Ja, ich glaube auch. Ich habe hier eben gerade irgendwas richtig fies stöhnen gehört. Ach, guck mal hier. Ist ja Wasser drin. Die Maschine ist aber schon krass, ne? Das ist eine krasse Falle. Aber was ist das andere Ding? Was aussieht wie eine Antenne, aber was irgendwie auch keinen Sinn ergeben würde. Es ist doch ein Rotor-Häcksler. Wahrscheinlich, ne? Lass doch einfach mal eins bauen. Machen wir gleich, Moment. Boah, 60 Stöcke, Alto Belli. Aber ich habe schon ganz gut was dabei. Die ersten 20 habe ich, glaube ich, schon. Bei mir liegt auch hier so eine Für-Immer-Folie irgendwie. Was ist das da hinten? Da schwebt irgendwie ein Fisch in der Luft. Ganz, ganz weird. Die Für-Immer-Folie. So, ich habe ein paar Stöcke in der Hose. Ey, da wird ja schon wieder gemetzelt. Ist da wieder einer reingelaufen? Guck mal, wie der wegfliegt. Runter ins Tal. War ja richtig durchgeflitschert. Alter, das Ding ist die beste Falle aller Zeiten. Diese kleine Gammelhütte da. Warte mal, wenn ich das Ding resette und den da reinwerfe... Boah, Alter! Kannst du Leute reinwerfen? Du kannst da Leute reinwerfen. Du, sicher, ne, hey. Kommen Sie aus Norddeutschland? Nö. Was stimmt mit Ihnen nicht? Ja, ihr habt ja so ein Schiffsspiel gespielt. In Somalia. Da reden die so. Ja, da kommt man nicht mehr weg. Das dauert immer so einen Tag, bis ich da wieder wegkomme aus dem Schiffsland. Ja, 2 Folgen aufgenommen. Dann bist du weg. Es dauert, ja. Hast du Stöcke? Kommen Sie zurück ins Leben. Mit Kreis Industries. Wir haben Reha-Techniken entwickelt, die auch Sie wieder aufs Hochdeutsch zurückbringen. Jetzt will er einen Stein hier, einen dicken. Ich hole hier gerade die dicken Stöckis. Boah, ich hab richtig Stock reingeschlunzt, ey. Ich hab auch richtig reingeömmelt. Gut, so ein Magazin halt, ne? Aber der will ja davon 3 oder 4. Ey, hier schwimmen ja die toten Fische jetzt. So, kein Platz mehr. Da hänge ich die doch mal hier auf, du. Oh, noch was? So, einen alten Aal. Oh, schön, du. Schön ran mit dem dicken Aal, du.
Ah, der Schuppen. Die schmecken doch. Ich ernähre mich nur für den Schuppen. Der Rest, den schmeiß ich weg. Das ist Abfall. Der Rest ist Schmuddel. Schmuddelkram, Schmuddelkram. Hab ich mal einen Schmuddeldarm. Es wäre irgendwie nice, wenn man dicke Stöcke zu kleinen machen könnte. Ja. Komisch, dass wir gerade genau dasselbe gedacht hätten. Ja, es wäre einfach gut. Ne? Ich meine, ich hatte mit Sven letztens auch so eine komische Nummer. Habe ich ihm eine Nachricht geschickt, weil ich ein Toilettenklavier habe. Und dann schickt er mir ein Foto und schreibt zurück, ey, ich sitze gerade auch auf dem Scheißhaus. Und dann sage ich, cool, du hast da Dragon Ball Unterhose an, guck mal. Und dann habe ich Dragon Ball Socken angehabt. Ich habe gar nichts von Dragon Ball, weil ich ein erwachsener Mann bin. Wieso? Ja, deswegen hat man nichts von Dragon Ball. Dragon Ball Z, ich war aber auch, ja, aber Dragon Ball Z war nie so meins. Ich fand das immer nicht so gut. Ja, war jetzt auch nicht super meins, aber ich habe Socken, ja. Weil ich gesagt habe, irgendwann im Laden, oh cool, Dragon Ball Socken. Bei mir ist jetzt wieder Turtles. Ich habe so eine Turtles-Phase. Ich habe Superfly und... Ja, aber eine Turtles-Phase endet ja auch nie. Nee, Turtles sind einfach geil. Aber die sind jetzt wieder cool, die Spielsachen. Richtig cool. So wie nämlich 80er-Jahre-Spielsachen. Die sind wieder back to the rules. Ja, und es kommt auch immer mehr dieses Last Ronin-Thema, ne? Weil sie sagen, ja, hey, die alte Zielgruppe findet das auch gut, da sollten wir mehr reingehen. Kommt ein Spiel von raus, habe ich letztens irgendwie so eine Chucks Collection von gesehen. Ja, weil die waren so schön duster. Alter. Ja, es war halt so duster. Richtig duster, so, ne? Ja, es war richtig duster Stuff. Der letzte überlebende Duster-Turtle so auf Rache gesinnt. Okay, ich habe jetzt mal so einen, oh Alter, der braucht aber auch richtig viel hier, der Kettenventilator. Der Glow-Häcksler 4000. Ich finde es generell geil, wenn es so düstere Geschichten von irgendwas gibt. Die Turtle-Comics waren eigentlich auch ziemlich heftig düster. Auch dieses Turtles-Batman, wo Batman irgendwie Man-Bat-mäßig mutiert, weil er Us ins Rektum gespritzt bekommt von Shredder. Ja. In den Turtles wurden sehr viele Rektaluntersuchungen an Tieren gemacht. Richtiger Kreis-Industry-Stuff, sage ich dir. Stell dir mal vor, Benjamin Blümchen, er wird gefangen genommen, weil er spricht und die Wissenschaft forscht an ihm rum, aber dann wird er wütend und hat irgendwie auf einmal, weißt du, und dreht dann voll durch so und ist auf Rache das aus. Das ist die so. Originalgeschichte, ja. Aber dann wusstest du, dass Benjamin Blümchen aus Dark London Dark Benjamin. Kommt? Ja, sie ist Dark Benjamin's Buttonhole. Der schwarze das ist Elefant. Hier. Das ist doch, das hat doch nichts mit, das ist doch einfach nur eine Antenne, das sieht man jetzt schon. Ich weiß es nicht, aber für was soll das gut sein? Für Empfang, für Radio. Ach Quatsch, das Radio hast du die ganze Zeit. Warum steht das dann genau vor den Häckslern, selbst wenn es eine Falle ist? Ja, weil ich gedacht habe, das. Ja, wir können es ja verstellen. Kann man? Ich glaube, ja. Ich glaube, dann muss man es auseinandernehmen, oder? Komisch, hier sind um unser Lager herum sind irgendwie alle Büsche abgefällt. Ja, es gibt keine Stöcke mehr hier in der Gegend. Ja, weil ich gedacht habe, wer das überlebt, der kommt dann Häcksler rein. Das ist so eine Wand aus Fallen. Es müssen halt nur noch mehr Gegner kommen. Naja, gut, wenn wir deren Natur hier zerhacken, kommen die auf Dauer eh irgendwann, ne? Nee, das ist doch keine Antenne. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Guck, das klappt doch auch aus. Das ist der Spreizler. Hast du fertig gebaut, oder was? Ja. War hier nicht aber noch so ein komischer Klatschband, so ein alter Klatschfuß? Wir haben überall irgendwelche Klatschfallen und Zeug hingestellt. Nee, ich meine so ein Gegner hier, so ein Laggy. Nee, einen hatte ich abgeknallt. Ja, aber irgendwo da hinten habe ich noch einen gesehen, da habe ich in Ruhe gelassen. Da lief noch irgendwo einer rum. Hallo, Mr. Bein. Mr. Bein, wo sind Sie? Hier. Irgendwas hab. Ja, da. Atmosphärisches Klatschen. Daddy Longleg. Daddy Longleg, ey. Das ist auch Mommy Longleg, PG Parker Pillar. Ich kenne die alle, weil meine Tochter mir jeden Tag davon erzählt. Das sind Gelddruckmaschinen, sage ich dir. Ja, aber die eigentliche Gelddruckmaschine ist ja das Drumherum, nicht das Hauptfranchise. Nee, das Drumherum, was die Leute da so aus dem Kram zusammenspinnen. Also wer jetzt gerade wieder voll auf volle Dosis ist, ist Catnap generell und so als die ganzen, die Smiling Critters, das ist jetzt so das Ding im Moment.
Aber Critters sind doch aus Backrooms. Ist Smiling Critters? Nein. Sind die nicht aus Backrooms? Nee, die Smiling Critters sind doch auch jetzt aus Poppy Playtime. Oder sind das diese kleinen Viecher da mit und Catnap, oder nicht? Warum rennt der jetzt wieder weg? Hier. Er riecht den Braten. Irgendwie nicht so Bock auf einen fiesen Fight. Weil er außerhalb seiner Höhlen, seiner natürlichen Höhlen ist, ne? Ja. Na, ja, da war auch so komische Zitzen. Jetzt, los. Weiter locken. Mal so ein bisschen anschießen, dass er motiviert ist. Schieße nochmal an. Boah! Helikoptermann 2! Ich sag doch, das ist so ein Helikopterkram. Ah, hier kommst du nicht mehr durch, sag ich dir. Hier kommst du nicht mehr durch. Ich schlech rein, den Larry. Hier kommst du nicht mehr durch. Ja, also ich sag mal, die Front ist auf jeden Fall jetzt gesichert. Ah, das ist ein... Okay, stell mal vor, du hast da richtig viele von denen. Alles drumherum aufgebaut mit... Helikopter, Helikopter. Dann machst du keinen Scheiß. Helikopter, Helikopter. Du hast doch Padakoffer. Warte mal, ich will mal hier noch einen Rüstungsständer bauen. Wo waren die denn? Wir waren doch auch irgendwo hier. Ich wollte noch mal so infrastrukturelles Zeugs bauen. Ich wollte hier drin irgendwie auch allgemein Licht haben, dass man nicht so dunkel ist, wenn man hier drin ist. Ja gut, aber so Knochen für so Schädellampe und so müssen wir eigentlich genug haben, also... Ja, nee, ich dachte so richtig schön mit Glühbirnen und dem Kram. Glühbirnen und Zeug. Hm. Hast du eigentlich schon hier in den Fingermann reingefingert? Was ist denn eine geschwollene Fingerfalle? Ich hab echt in viele Dinge reingefasst im Laufe dieses Spiels. Das ist irgendwie auch schon unangenehm. Ja, aber das ist der Sinn des Spiels. Du krabschst halt tief in Dinge rein. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder eine große Reise antreten. Auf die andere Seite, ne? Hol Stöcke und Behälter füllen, bitte. Für was brauchen wir denn jetzt im Moment so viele Stöcke? Was baust denn du da? Ich sag ihm, er soll Stöcke holen und wo ist unser Stocklager? Stöcke. Wieso haben wir unser Stocklager abgerissen? Nein, das ist hinten, hinterm Haus. Die Wilden da nicht so reinlangen und uns Stöcke klauen. Achso, ja. Dann können wir doch Schweine. Guck, weil wir halt direkt zwei Stöcke gefunden hier irgendwie. Die hatte er bei sich. Tief drin. Und halt jetzt müssen hier einmal die ganzen Stammesmitglieder kommen. Aber irgendwie haben wir die Gegend ausgeräuchert, ne? Da ist nichts mehr. Hier kommt keiner mehr im Moment, also. Das hat aber auch ein Image jetzt. Ja, eben, vorhin kam so die ganze Rasselbande angerannt, ne, und jetzt so, Rudi, nee, lass mal nicht auf den Berg, du. Ich würde auch nicht hingehen. Dieser bescheuerte Radiomoderator. Oh, warte mal, da ist ein kleiner Mann. Hey, kleiner Mann. Also, ich lock die jetzt Kilometer aus dem Wald. Ja, ich lock die richtig, ja. Ich mach so eine Spur aus Fingern, die sie essen. Ja, ernähren sich ja von Fingern, ne? Auch. Immer nur so die kleinen Crispy Chicken Dinger, ne? So kleine Crispy Hafte. Ja, aber die kommen nicht mit. Nee, es hat sich rumgesprochen, wie mies die Gegend da hinten ist. Es hat sich einfach extrem rumgesprochen. So. Da liegt auch einfach so eine Gucci-Handtasche rum. Es wäre halt geil, wenn man Weiwei den Befehl geben könnte, in der Basis zu bleiben und die Fallen zu resetten. Das wäre ganz praktisch, ja. Ja, und dann aber grindet der da halt den Larry, während wir weg sind. Boah, komm mal in die Basis und guck dir mal an, was hier rumsteht. Hat er jetzt schon wieder hingestellt. Ich bin gerade raus aus der Basis, weil ich Stöcke holen will. Damit wir auch mal ein Stammlager haben, damit wir besser mehr bauen können. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt jemand. Und der ist tot. Alter, das war richtig Ballett.
Oh, er fliegt noch weg, der Torso. Und da hinten verbrennt wieder einer vor sich hin. Ich liebe dieses Fallending. Ist einfach geil. Richtig Spaß. Richtig Spaß. Endlich weiß ich wieder, wie sich Freude anfühlt. Ja, das müssen wir nur noch hinbekommen. Das mit dem Licht will ich irgendwie hinbekommen, dass das Schöne in der ganzen Bude Licht drin ist. Oh, weißt du, was nice ist, wenn so ein Adler auch noch da reinfliegt? Und dann... Meinst du, da werden Adler drin gehäckselt? Da wird alles, was da reinlotst. Wenn du mal in die Bude reingehst, steht da was in der Ecke, was cooles. Achso, hast du wieder eine Rüstung gemacht. Mhm, aber was für eine coole. Warte, ich wollte gerade hier, ich wollte ein dickes Stammlager noch bauen hier vorne. Ey, wenn Weihwei Stöcke sammelt, dann sammelt er aber richtig. Der Mann weiß, wo die Stöcke sind. Der hat Stockahnung. Hat eine richtige Stockahnung. Was sind die jetzt gebaut? Ja, die habe ich hier im 3D-Drucker habe ich die gebaut. Also mit dem 3D-Druckerzeug. Aber ich habe nur 10, nicht 12. Mehr ging nicht. Außer du kannst noch zwei machen. Was brauche ich denn dafür? Dieses 3D-Drucker-Mech-Zeug da. Schlemmech. Rosenstein. Ja, aber ich dachte, du musst dann das an einem 3D-Drucker... Nee, du kannst es dann craften. Du brauchst nur dieses Schlemmech. Mehr brauchst du nicht. Jetzt ist dein Stocklager jetzt fertig. Ja. Hä, wo ist denn Schlemmech? Wo liegt das denn? Wenn du es überhaupt hast. Ich weiß es nicht, ob du dazu was gemacht hast. Habe ich noch Schlemmech? Druckerresin habe ich. Aber damit kannst du doch so nichts machen. Ich habe tausende Druckerresin, aber... Ja, müssen wir drucken gehen. Nee. Das liegt da bei den Tierhäuten und so. Ja, ja. Nee, bei den Tierhäuten, da... Ja, da, wo auch der andere Kram liegt. Du kannst auch mit zwei Tierhaut... Und einem Lappen macht er dir auch so ein Bürstchen, ne? Tierhäute sind auch immer wichtig. Aber mit dem Druckerresin selbst kann ich doch überhaupt nicht. Nein, nicht mit dem Druckerresin. Du machst irgendwie so Mech heißes Zeug. Ja, so ja, aber das. Texturgeflecht machst du da und das musst du craften. Ja, das musst du aber erst drucken. Ich dachte, das hättest du mal irgendwann gedruckt. Nee. Hast du nie gedruckt? Nö. Ja, dann kannst du nichts machen, ne. Ich habe hier auch noch einen Haufen Gucci-Taschen, die nehme ich erstmal mit hier und pack die aus. Oh, eine alte Muschel, geil. Eine alte Schleckmuschel. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt hier mal so stehen, der ganze Kram, und in der nächsten Folge geht's dann wieder auf Tour, ne? Ja, müssen wieder auf Tour gehen hier so. Weil wir wollen jetzt irgendwie Bunker Z erschließen. Schade, dass wenn du so einen Stein wirfst, ne, da nicht so ein schöner Blatsch-Effekt ist. Guck, der verschwindet einfach im Wasser. Das, ja, ja. Das ist irgendwie versionsmäßig kacke. Ja, aber das ist das, was andere Spiele dann irgendwie gut machen, ne, dass genau solche Kleinigkeiten dann plötzlich so ein Spiel, ne, richtig gut machen, also erfolgreich machen auch und so, weil so. Hier ist es, die haben irgendwie jahrelang an der Oberfläche gut gearbeitet, kann man nichts sagen. Aber irgendwie in so Kleinigkeiten fehlt halt echt viel. That's true. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao! Tschüss!